Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Breath of Fire 2 mitten an Ostern hier im Turm einer Hexe, die mich umbringen will. Nicht so wie der Zuschauerhexe, die mich nicht also vermutlich nicht umbringen will. Ich hoffe mal nicht umbringen will. Es wäre. Also ich sterbe ungern. Nicht, dass ich Erfahrung da drin hätte, aber. Also in dem Spiel hier schon, aber. So im Allgemeinen, für gewöhnlich, lebe ich so vor mich hin. Das darf auch gerne weiterhin so bleiben. Vor allen Dingen in diesem Turm. Ich habe keine Lust, den nochmal hochzuklettern. Was ist das Rätsel hier? Okay. Okay. Jetzt bin ich ehrlich gesagt nur verwirrt. Aber... das wäre nicht das erste Mal. Tja, vielleicht hätte ich doch einfach angreifen sollen. Aber verflucht und vergiftet. Ja, ist okay. Ist okay. Einmal eine falsche Lebensentscheidung getroffen und ich bereue es jetzt schon. Ging schnell. Das ändern wir mal eben. Also... den Fluch jetzt weniger. Ich glaube, gegen den Fluch kann ich so ziemlich gar nichts machen. Wir werden also... oh, ich habe keine MP mehr. Wir werden also gleich herausfinden, was das mit mir anstellt. Ich glaube... voll. Hm? Aha. Könnt mich mal mit eurem Fluch. Wir werden gar nicht herausfinden, was das anstellt. Ich habe gelogen. Okay, okay. Ich meine, immerhin schon mal... die Truhe zugänglich gemacht. Magische Mumien. Also ich tippe mal drauf, die heißen entweder Magician Mummy oder Magic Mummy. Eins von beiden. Und wenn das so ausspricht, klingt es auch so ein bisschen so, als würde ich nach meiner Mama schreien. Magische Mama, komm her! Ich habe ein Bubu. Silk Gloves. Also Seidenhandschuhe. Okay. Das ist zumindest das, was ich von einem Magier erwarten würde. Ja. Kann man besser magische Backpfeifen verteilen. Tja. Ich hasse euch, Fliegen. Ah, wir machen mal Wille, damit man das mal sehen kann. Ein bisschen gucken, wie viele AP tatsächlich regeneriert werden durch die Technik. Ah, natürlich vergiftet. Doppelt vergiftet. Doppelgift. Ja, das sind auch so Sachen, ne? Ich könnte gut ohne diese ganzen Killerfliegen klarkommen, die mich quasi in jeder Runde versuchen zu vergiften. Könnte ich so gut klarkommen ohne die, aber nein. Die Antwort ist nein. Das Jüngerchen da oben. Aber ich habe keine Möglichkeit mehr zu entgiften, ne? Kann das sein? Jein. Die Antwort ist jein. Hat das gerade ihm HP entzogen? Hat die Weisheitsfrucht ihm MP entzogen? HP entzogen? Damn, das ist gemein. Da steht halt AP und nicht zieht mir meine HP aus den Latschen hier. Gemein. Um nicht zu sagen, fast schon bösartig und irreführend. In Amerika würde ich ihn jetzt verklagen. Also die alte Beschreibung. Na? Und ich würde gewinnen. Weil da steht nicht das, was es gemacht hat. Ja. Anyway. Well, frick. Ich will aber die Schatz. Ich will nicht die Kämpfe, ich will die Schatztruhe. Aber irgendwie hat das Spiel mich gerade, glaube ich, falsch verstanden. Hat er gesagt, er will all die Kämpfe haben? Nein. Also er will all die Kämpfe haben? Nein. Naja. Naja. Ich hätte extra den Ich hätte extra diesen einen Schalter da ausgelassen, um... naja, die Möglichkeit zu haben, die Tür danach zu öffnen, aber scheinbar war das falsch. Ich hoffe, dass da einer der Schalter das noch
bewerkstelligt, ansonsten muss ich wieder außen rumrennen. Um das Rätsel wieder andersrum zu machen. Das erinnert mich traurigerweise jetzt gerade wieder direkt an den Obelisken, den ich gestern in Shimigami Tensei gemacht habe, so ein bisschen, aber nur so ähnlich. Ein Hexerring oder ein Magierring und eine Waisenrobe. Ich meine, klingt alles nach guten Items für Nina. Und ich würde damit richtig liegen. Nichts Interessantes für ihn dabei. Figa würde hochgehen, aber das ist doch alles. Nee, dann passt das schon so. Noch mehr Kämpfe fliegen. Wieder Fliegen für mich. Ja, yeah, ich liebe meine Fliegen. Der Punkt ist ja, ich komme ja aus dem Dungeon nicht mehr raus, weil die nette Hexe mich hier drinnen haben will. Weil ich so tüchtig bin und gut aussehe und so weiter und so fort. Aber immerhin macht Nina prinzipiell genügend Magieschaden. Jetzt wäre es halt nur noch von Vorteil, wenn sie schnell genug wären, um halt direkt ranzukommen. Aber es ist wieder Meckern auf hohem Niveau. So, da unten rechts ist noch ein Schalter. Wenn der die Tür jetzt bewegt, wenn ich da mal irgendwann in diesem Jahrhundert noch hinkomme, Gott sei mit dir fliegen! Natürlich. Wenn ich da also nochmal irgendwann heute hinkommen sollte, dann können wir das ausprobieren. Ansonsten muss ich in das Loch reinfallen. Ich weiß nicht, was die Tür zu meinem... Ne, da komme ich ja gar nicht hin. Das war hinter der Tür, ich glaube, der Weg nach links. Also ich muss... Ich werde jetzt etwas tun, was ich vielleicht bereuen werde, aber ich versuche mal mit dem einen Nebel, den ich hier noch habe, zumindest so minimal diese Kämpfe runterzudrehen, ey. Mein Gott, ey, ich will doch nur ein paar Schritte laufen. Perfekt. Bringt gar nichts. Also entweder bin ich unterlevelt, gut möglich, absolut gut möglich, keine Frage. Oder die Encounter Rate ist hier so hoch eingestellt, dass das Ding sagt, Nebel, was für Nebel? Ich weiß von keinem Nebel. Unfassbar, ey. Unfassbar. Bleib dabei. Immer noch mein Lieblings-Breath of Fire. Keine Frage. Aber ich habe höchstwahrscheinlich nie die SNES-Version gespielt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es immer die GBA-Version. Ich weiß wirklich, ich muss mal wirklich, vielleicht mache ich das heute endlich mal, weil ich immer davon rede, ich muss das mal machen. Ja, dann mach es auch. Hör auf zu labern, mach. Mal nachgucken. Was? Weiß Hoop? Was seid ihr? Sinates? Sinates? Was sind das? Kleine Kakerlaken, die auf dem Boden rumspringen? Sind das drei? Sind das mehr als... Wie viele sind das? Das ist ein Dreier-Trupp, okay. Das ist auch ein Dreier-Trupp. Aber, hä? Na ja, egal. Das sind alles Dreier-Trupps. Die halten zu viel aus und können zweimal angreifen. Das ist nervig. Zweimal kleiner Angriff, aber zweimal Angriff ist immer noch ein Angriff zu viel, wenn man mich fragt. Nina Level 16, das ist gut. Weißhub. Er wird Weisheit. Ja, das ist dann wahrscheinlich so ein Ding, ne? Ja. Sehr schön, sehr schön. Nein, wir benutzen keinen Cure. Ja. Oh mein Gott, der ist rot. Warum ist der rot? Was heißt das? Keine Ahnung. Panik macht sich in mir breit. Oder so. Ich weiß es nicht, warum das rot ist. Oder vielleicht heißt das auch, auf dieser Ebene wäre ein Boss oder so. Vielleicht ist es das. Ich nix wissen. Aber mehr von den Sinates. Ah ja, verstehe, deswegen dauert das zu lange. Ja, dann prügeln wir mal langsam auf... Wow, 25, ernsthaft? Prügeln wir mal langsam auf die ein. Weil das so lustig ist, ne? Man muss bedenken, jetzt habe ich gerade Nebel drauf, ne? Es ist schon krass, diese Encounter-Rate hier in diesem Spiel.
Tja. Weißble? Weißble. Hundert AP. So, dann Cat heilen und dann wieder runter. Ich weiß nicht, ob da oben rechts was ist. Wir gehen erstmal nach unten. Oder wir kämpfen direkt wieder. Mein Gott, ey. Das Spiel macht mich echt fertig damit. Es ist schön, dass das ein guter Angriff war, aber wir müssen nachsetzen direkt. Aber dafür ist halt leider Cat zu schnell, beziehungsweise die anderen zu langsam. Kann man sich aussuchen. Was man jetzt tatsächlich als Grund nehmen will. Der eine ist zu schnell, die anderen sind zu langsam. Ende vom Lied ist jedenfalls, es dauert immer, bis wir einen Nachfolgeangriff machen. Nur 45, naja. Aber Rand haut drauf und holt den Rest da raus oder so ähnlich. Was ist jetzt hier unten? Eine Treppe. Okay. Ich sehe da schon, dass ich nach diesem Dungeon wieder einkaufen gehen muss. Aber dadurch, dass wir so viele, oder es sind wirklich verflucht viele Zwischenkämpfe haben, habe ich natürlich auch Kohle, ne, um das zu machen. Ich könnte trotzdem darauf verzichten. Keine Frage, aber ist okay. So, eine Gruppe weg. Mit dem Willen wieder ein bisschen MP zurück. Und den Rest regeln wir so. Ich wünschte wirklich, die würden mich zweimal angreifen, ey. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, könnten die bitte nicht zweimal hintereinander angreifen. Und wieder ein Q2. Das ist schön. Keine Kämpfe. Oh mein Gott. Bitte, danke sehr. Einmal heilen, einmal heilen. Die lasse ich so. Ich werde es bereuen, ich kenne mich. Irgendwas geht wieder schief und ich werde es bereuen. Aber. Hallo. Ich bin froh, dass du es geschafft hast, du mutiger Junge. Mein Name ist Nimufu. Was ein furchtbarer Name. Was kann ich für dich tun? Ah, oh, du bist sehr rot. Du bist so süß. Komm her. Oh, Moonwalking. Was ist los? Was? Frosch? Oh, der Frosch. Wenn du mit mir spielst, dann werde ich es dir sagen. Oh, das ist ein großes Bett. Du bist ein guter Junge. Ich werde dich nicht in einen Frosch verwandeln. Ich mache dich zu meinem Haustier. Was? Nein, ich nicht. Was ist los? Warum gehst du? Ist es, weil ich eine Hexe bin? Hast du Angst vor mir? Nein, darum geht's tatsächlich nicht. Ah, ich verstehe, niemand mag jemanden wie mich. Dann werde ich euch zuerst umbringen und dann mit dir spielen. Das nennt man Nekrophil. Und das sollte man nicht tun. Anyway. Kosten alles dasselbe. Donnerfeuer, Feuer. Man sagt ja immer, man soll die Hexe mit Feuer verbrennen, ne? Also, nix für ungut, aber das geht? Keine Ahnung. Es wäre das erste Mal, dass ich in einem Breath of Fire anfange, irgendwelche Buffs und Debuffs zu verwenden. Ach, bist du süß. Bläh. 2.13. Das hat sich wenigstens gelohnt. Sboom! Also Super Boom, Super Blam. Blammy Dammy. Also immerhin sind schon mal Ryu und Cat schneller als Nimufu. Das ist gut. Das war erstaunlich einfach. Der erste Bosskampf, in dem keiner draufgegangen ist. Oder von vornherein tot war, je nachdem. Aber gepriesen sei der erste Bosskampf. Warum? Wie konnte ich nur verlieren? Ich bin so hübsch. Ja, genau. Wie kann ich dann verlieren? Und das einzige Ding, das mich liebt, ist ein Frosch. Aber dann hast du jemanden, der dich mochte. Ich hab verloren. Wegen dem Frosch. Wenn ein junges Mädchen ihn küsst, wird er sich wieder ins Normale verwandeln. Also bitte, lass mich allein. Okay.
dafür bin ich jetzt echt einen verdammten Turm hochgekraxelt, um mir das sagen zu lassen. Na gut. Vielleicht ist sie einfach nur einsam. Wahrscheinlich. Wäre ich auch, wenn ich so ein Bett hätte. Hatte ich einen Ausgangszauber? Ein Rausgehen, nicht Rauslaufzauber? Nein. Okay. Dann laufe ich jetzt wieder raus. Vielleicht ist das da oben eine Abkürzung. Das Einzige, was mir einfällt. Gibt's hier... Die Kämpfe sind immer noch da, aber der ist nicht mehr super aggressiv. Oder war der rot wegen dem Nebel? Kleine Gnome in meinem Menü. Der Menü-Gnome. Naja, egal. Punkt ist, sollte ich jetzt hier drin sterben, was... ich will jetzt nicht sagen, ist super wahrscheinlich, aber... könnte passieren, man kennt mich. Dann... ist das nicht unbedingt super schlimm, weil das, was wir im Dungeon selber machen mussten, haben wir erfüllt. Jetzt ist allerdings auch die Sache... Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ging. Ist übrigens gemein, dass wenn man gerade von so einer komischen Plattform hier runterkommt, dass man schon angegriffen wird. Wir haben auf dem Weg eine Schamanin gesehen, die in Stein verwandelt war. Und ich weiß nicht, ob man sie rein theoretisch jetzt schon mitnehmen kann, sozusagen, aber wir werden es herausfinden. Ah, ich hasse euch mit euren Doppelangriffen. Ich hasse euch so sehr. Haben die Gegner in Breath of Fire 4 wahrscheinlich auch über mich gedacht, wenn ich das konnte, ne? Aber, ja, ich hasse sie dafür. Schlicht und ergreifend. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich hasse sie dafür. Ich kann es ja auch nicht. Also zumindest nicht immer, wenn ich will. Greif nicht Cat an. Okay. Da haben sie sich jetzt entschieden. Ich mache das nur einmal. Einmal muss reichen. Haben sie Rent ein Level beschert. Ja, das ist ein Ausgang, oder? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Stell dir mal vor, ich wäre da gerade ohne zu speichern, ohne drüber nachzudenken, einfach mal reingelaufen. Oh mein Gott, ich könnte gerade kotzen. So nachträglich kotzen, so dieses... Ich bin einer, in Anführungszeichen, tödlichen Falle entgangen kotzen, ist das... Oh mein Gott! Ich glaube, das mit der Schamanin wird erst wichtig, wenn wir das Haus tatsächlich gebaut haben. Beziehungsweise müssten wir jetzt gemacht haben, ne? Naja, egal. Nein, das war richtig. Lass mir meine Rant. Lass mir den Rant. Es ist immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man in einen Zufallskampf verwickelt wird, wenn man gegen irgendetwas fährt, ne? Steht hier inbegriffen. Kann dann immer sein, dass ein Zufallskampf kommt. Hier habe ich jetzt gerade Glück, dass es nicht passierte. Schlafen draußen ist toll, ne? Finde ich auch. Weißt du, warum ich das gut finde? Weil ich da umsonst penne. Alles andere ist mir egal, aber ich schlafe umsonst draußen. In einer Welt, die nur mein Geld haben will, ist umsonst irgendwo pennen unglaublich toll. Hey, nicht aufhören, wenn ich will. Nö. Unglaublich. Ja, das da passiert normalerweise. Man macht so einen Mist und dann greifen einen die Killer, fliegen wieder an und ja, naja. Der Rest ist sozusagen Geschichte. Aber ja, nach einer kleinen Trainingssession sieht das Spiel schon wieder ein bisschen netter aus. Zumindest so im Grundsätzlichen, ne? Tja, wir haben zwei junge Mädels im Team. Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht, ob ich mich entscheiden durfte. Ich mache mal ein Safe State extra für sowas, damit wir es uns mal ansehen können. Einmal hier, Safe State Nummer 0, wunderschön. Ein Mädchen muss ihn küssen, Cat, los geht's. Ah, ich verstehe, alles was ich brauche ist ein junges Mädchen, was mich küssen muss. Dann wird der Zauber aufgelöst. Nun dann, küsst mich so viel ihr wollt, s'il vous plaît. Ja, oh, du wunderschöne Mademoiselle. Du wirst mir den Kuss dann geben? Was schon... Ja, was soll's denn? Das ist doch einfach. Es ist nur ein Kuss, richtig? ja. Was? Es ist einfach.
Es ist nur ein Kuss. Ah, okay. Ich werd's machen. Ja! Ja, woo, Rivet, Rivet, Rivet. Hat der Kuss gerade den Wald gesprengt? Ah, oh, très bien. Das war wundervoll. Ich werde wieder normal. Du bist immer noch ein Frosch. Bonjour, ihr alle. Ich bin der König von Simmerfort. Mein Name ist Ekaru Hoppe de Pigeon. Merci beaucoup, dass ihr mich gerettet habt. Also vielen Dank fürs Retten. Lasst uns gehen, ihr alle. Mein Schloss ist in der Mitte des Sees und ist ein wundervoller Ort. Ich werde euch dahin bringen. Ihr dürft jubeln. Jean ist der Gruppe beigetreten. Das finde ich nicht gut. Aber den brauchen wir. Der ist... Wenn der auf... Auf Level 4... Ah, Mann. Wie sage ich das jetzt nicht? Ich musste... Level... Ja gut, ich bin reingegangen, ich glaube mit Level 15, mit den meisten Level 14, 15 sein, um zu überleben! Wie lebt der hier? Okay. Ich bin drüber hinweg. Ich bin super cool, ich bin drüber hinweg. Gucken wir mal, was passiert, wenn Nina das machen muss. Du wunderschöne Mademoiselle, du gibst mir also diesen Kuss. Es ist, um jemandem zu helfen, richtig? Okay, ich werde... Ihr alle, würdet ihr bitte anderswo hinsehen? Es ist, um jemanden in Nöten zu helfen. Jeder würde das tun. Ah, Rivet, Rivet, Rivet. Kann man sich jetzt aussuchen, wessen Küsserei man jetzt besser fand? Ich fand Katja sehr schön, weil das so ein bisschen aus, als hätte sie ihm da mehr so einen Kick in die Fresse gegeben. Aber ja. Bonjour, ich bin der König von Simmerfort. Yeah. Okay. Das Problem ist halt, den brauche ich. Ne? Das ist wieder so dieses... Ah, Moment. Das ist wieder dieses Problem, dass wir brauchen ihn, um die Weltkarte zu bereisen. Allerdings halte ich ihn für einen kompletten Schwächling. Werde ich das wahrscheinlich diesmal so machen? Ja. Ja, denke, das sollte okay so sein. Mal gucken, ob es angenommen hat, bevor das hier wieder am Ende falsch ist. Musik, nein. Was ist das denn für eine Option? Musik, nein. Was ich jetzt allerdings offscreen machen werde, ist einmal nochmal zurücksegeln ins andere Dorf, neue Heilkräuter kaufen. Und dann kommen wir zurück. Theoretisch würde ich ihn eigentlich auch noch gerne leveln, aber das... Ich meine, in gewisser Weise ist das auch wieder nötig. Vielleicht mache ich das auch. Level 10, ey. Mein Gott, bis zum nächsten Mal. Okay, aber... Da bin ich nochmal ganz kurz. Da das jetzt gerade noch kam, als ich den Wald verlassen habe, ungefähr zur selben Zeit... Aha, okay, das ist doch schon mal hier Fortschritt. Das könnte heißen, dass ich den Schamanen holen kann. Hey, Dummkopf, ich hab's geschafft, was? Warum nennst du mich Dummkopf? Rios Versteck hat sich in eine wundervolle Stadt verwandelt. Yay. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass wir jetzt schon anfangen können, Leute zu rekrutieren dafür. Ups. Weil das auch so ein Faktor ist, was wir machen können. Dazu dann aber, wenn überhaupt, im nächsten Video mehr. Ich werde jetzt, wie gesagt, geplant Heilkräuter besorgen und vielleicht versuchen, Jean so ein bisschen zu leveln. Bis zum nächsten Mal.
Auch beim nächsten Mal wird Rio mit seiner Crew versuchen, die Dunkelheit aufzuhalten. Aber wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, hinterlasst ein Like, abonniert meinen Kanal, um bloß kein Video zu verpassen und bitte kommentiert das Video. Bis zum nächsten Mal.